Ey, d- They see me walking. They hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Trying to catch me riding dirty. Digga! So, hallo und herzlich willkommen zu Forest Nummer 2. Und ja, es ist jetzt nicht der zweite Teil von irgendeinem von einem Spiel, sondern es ist sozusagen ein Remake von dem ersten Teil. Also der Macher des Spiels hat das erste Teil gemacht und jetzt nicht das zweite Teil, sondern ist sozusagen das Remake, nur hat es Forest 2 genannt. Und bevor wir das kurz starten, ist bei mir heute was sehr Schönes gekommen, was ich jetzt nicht bei dem anderen, also davor bei Stalked at Home gezeigt hatte. Heute ist mein wunderschönes und meine wunderschönen Kopfhörer von Razer angekommen. Und ich habe mir jetzt auch heute die also das Mikrofon bestellt, also ein Standmikrofon, damit ihr dann, also damit ich dann später also damit meine späteren Videos mehr Qualität haben werden. Und ich werde dann mit diesem wunderschönen Kopfhörer dann halt aufnehmen. Ich werde dieses Headset hier wahrscheinlich dann in Zukunft dann nie wieder benutzen, obwohl das ziemlich traurig ist, weil ich will dieses Headset nicht verlassen. Aber naja, loslassen muss man auch können. Und ja, mit meinem neuen Stadtmikrofon wird alles viel besser. Ja, ich entschuldige mich, dass ich jetzt gerade so viele Fehler beim Sprechen gemacht hatte. Es liegt daran, dass ich jetzt gerade erschöpft vom Renovieren bin und ich mich jetzt hingesetzt habe, um jetzt ordentlich was zu spielen. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen erschöpft und ich möchte mich jetzt ausruhen in ein Horror-Indie-Game. So. Ah, es gibt mehr Kapitel vom Spiel. Ach so. Aber wir spielen nur das erste Kapitel. Wenn es euch gefällt, kann ich ja weitere Kapitel spielen. Nett. Also ich habe das erste Teil, also das Originale davon nie gespielt. Und ich spiele jetzt hier zum ersten Mal das Remake davon. Ich weiß nicht, was hier ist. Ich habe aber Screenshots gesehen. Und es sah auch nicht wunderbar schön aus. Und ich hasse... Okay, es ist... bisschen logisch gemacht, weil wenn ich jetzt renne, dann geht mein geht meine Taschenlampe runter und ich kann nichts sehen, was vor mir ist. Scheiße. Stop. Wrong turn. Run away. Okay. Ich hätte auf die... Ich hätte auf die Warnung hören sollen. Wieso sehe ich jetzt schwarz-weiß? Okay, wir gehen in die andere Richtung. Wieso ich jetzt schwarz-weiß sehe, ist mir schleierhaft, aber... Schleierhaft? Aber naja. Anscheinend habe ich jetzt dieses Viech beschworen, als ich das Teil genommen hatte. Und die erinnert mich irgendwie ein bisschen an Samara von The Ring. Oder auch an Koyako von The Grudge. Nett.
Würden Sie sich bitte verpissen? Oh! Oh mein Gott, es kann sich bewegen! Okay, ich bin am Arsch. Das Ding hat Animations, das ist ja mal geil! Oh mein Gott. Oh! Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Also wenn ich das Teil nehme, dann bin ich jetzt sozusagen in ihrer Welt. Und ich muss mich jetzt hier orientieren, wo ich hingehen muss. Okay, hab's verstanden. Also die Geisterwelt ist schwarz-weiß. Ist ja mal nice. Ah, eine Brücke, sehr schön. Wirklich sehr schön. Ey, Dicker! Okay. Das ist nicht gesund. Oh! Oh nee! Eins von fünf Seelen befreit? Ach nee, ich muss fünf Seelen befreien. Ernsthaft? Und ich gehe gerade genau in ihre Falle rein. Sie ist hier unten. Ich glaube, sie ist sauer, weil ich was ganz Bestimmtes von ihr weggenommen hatte. Aha, ihr Spielzeug und so, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, sie ist wütend, dass ich das genommen habe. Jetzt kann sie es nicht mehr benutzen. Oh mein Gott, ich muss damit aufhören. Oh! Hallo! Wie geht's denn so? Oh! Sie ist so ne... Heirate mit Slenderman, jetzt mal ehrlich, du bist die perfekte Braut. Für Slendermandy, Slendymandy, Slenderfuckingman. Ihr seid das perfekte Paar, wusstet ihr das? Oh, Digga! Bist du denn? Yes! Oh, zweite Seele befreit. Fehlen nur noch drei. Nice. Ich glaube, diese ganzen Seelen liegen nur in diesen Hütten rum. Guck, guck! Ratet mal, wer da ist! Komm schon, Mädchen, ich weiß, dass du mich möchtest. Mm. Ich stehe auf dein weißes Kleid. Okay. Das ist nah. Es kam von links. Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich möchte aber noch die letzten zwei Seelen noch irgendwo finden. Ich glaube, hier oben war ich schon. Bin mir gerade nicht sicher. Yep. Yep, hier war ich. Und da ist bestimmt eine Brücke, ne? Ja, da war ich schon. Also gehen wir runter.
Wow. Du kannst wirklich sehr schnell rennen, wusstest du das? Oh. Sie will nicht, dass ich dorthin gehe. Darf ich jetzt dorthin? Ja! Ich darf jetzt dorthin gehen, ich darf jetzt dorthin gehen. Die letzten zwei Seelen gehören mir. Ich soll keine Angst vor der haben, sie soll Angst vor mir haben. Ich bin das wahre Monster hier im Spiel. Yes! Vier von fünf Seelen. Letzte Seele! Come on, Baby! Wohin? Okay. Nett. Oh, ich bin von dort gekommen. Oder? Ja. Ich bin von dort gekommen. Nein! 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 Ich habe mir geschworen, dass ich diese verfickte Scheiße schaffen werde. Also ich habe mir das nicht wirklich geschworen, aber ich will es schaffen. Ich will alle fünf Seelen finden. Mann, das war so knapp gewesen. Eine Seele. Eine gottverdammte Seele entfernt. Eine gottverdammte Seele. Ich nehme dein Spielzeug. Blut. Nett. Also, wenn ich sowas hören werde, heißt das für mich laufen. Okay, ich hab's verstanden. So, fünf Seelen, ne? Habe ich gehört. Und nein, nicht die fünf Seelen für Baby Jones. Ach, keine Ahnung, wie heißt er nochmal? Fluch der Karibik da halt. Davy Jones. Frickle my Mickle. Don't touch it. Don't touch it. Hier war die letzte Seele gewesen. Scheiße. Nein. Ich habe so eine Arschkarte gezogen, als ich den falschen Weg genommen hatte. Fuck it. Ich will wenigstens den ersten Kapitel schaffen. Na, dann ist nichts. Wie ich sehen kann, die Seelen werden nicht random gespawnt, sondern die bleiben an einer Stelle. Also hoffe ich wenigstens. Oh. Ich bin schon wieder hier. Ja. Wieso gehen wir da nicht mal nach oben hin? Sieht doch vertrauenswürdig aus. Momentchen mal. Oh, Digga! Wo ist sie?
Nein, ist was Leuchtendes gewesen. Oh yeah. Oh mein Gott. 3 von 5 fucking Seelen. Okay, wir gehen nach oben. Momentchen mal. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich schon von hier gekommen bin. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nein. Nein. Momentchen mal. Ich verlaufe mich gerade so tierisch gerade. Na, oh nee. Scheiße, wo... Alter, ich komme nicht mehr mit. Bitte seine Seele drin, bitte seine Seele drin. Seele! Wir brauchen noch eine fucking Seele. Bitte seine Seele drin, bitte seine Seele drin. Nein! Meinen Arsch bekommst du nicht. Nein! Nein! Vergiss es! Oh ne, hier war ich doch schon. Oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Oh oh, ich muss aufhören zu laufen. Okay, hier war ich definitiv schon gewesen. Stimmt, ich bin hier hingegangen, ja. Und dort hatte ich eine Seele gefunden. Oh oh. Nein! Oh! Bitte seine Seele drin, bitte seine Seele drin! Yes! Boom, bitch! Ja! Geht doch! What? Bin ich jetzt im 2. Kapitel? Bin ich im 2. Kapitel? Digga. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es ist aber wieder farbig, also heißt das wieder, ich bin in der echten Welt. Ah. Ah, ich bin jetzt in der echten Welt, aber... Ja. Wo zum Teufel muss ich hin? Ich hoffe, das Viech taucht nicht einfach... Oh, was ist das denn? Oh. Oh, sie ist immer noch da. Okay, jetzt muss ich 5 mysteriöse Kristalle einsammeln. Okay, das versuche ich noch. Und wenn ich verkacke, dann heißt es Schluss. Oh nein. Nett. Ha! Okay, das geht auch. Mein Spieler ist anscheinend nicht so dumm, wie ich dachte. Oh mein Gott, ich bin jetzt gerade so auf einem... Ich bin gerade so auf einem Glückstrip, ey.
Okay, jetzt möchte ich das schaffen. Jetzt möchte ich das schaffen. Nein! Nein! Meinen geilen Arsch bekommst du niemals. Niemals. Bitte so ein Kristall drin. Kristall! Ach, jetzt sind wir hier schon wieder. Okay, dann gehen wir da hin. Okay. Nein! Niemals! Okay, wir gehen in den Nebel, definitiv. Okay. Wir können da nicht hin. Oh. Yes! Ein Kristall fehlt doch. Einer geht noch rein. Okay, 4 von 5 Kristallen habe ich. Fehlt nur noch einer. Oh. Andersrum. Renn nach oben, Bitch. Bleib nicht stehen. Scheiße, mein Gott, ich weiß nicht mal, wo ich bin. Oh. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein! Nein! Wer zieht das hin? Nein! Ich hatte alle Kristalle gehabt, ich hätte sie nur platzieren sollen! Das ist unlogisch, hä? Okay, ich komme nicht mehr mit. Wenn ihr das Spiel haben wollt, in der Beschreibung Download-Link. Wir sehen uns zu meinem nächsten Horror-Indie-Game wieder. Bis dann. The patient didn't respond to any stimuli except for bla 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 during test 12A. The patient rose up from the chair and tried to bla 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 bla. Fear. Wir folgen dem Geschrei. Wir wissen, was passiert ist. Nett. Herr mit der Shotgun! Okay, dann nicht. Ach du Sch...